Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Mind. Was in uns geschieht, ist entscheidend. Ist das wirklich so? Als heutigen Gast, schon zum zweiten Mal, Volker Schenk, der schon berichtet hat in einer ersten Runde, was er beruflich, dass er jetzt als Coach arbeitet und früher erfolgreicher Leistungs-, also Profisportler war und heute eine Tätigkeit ausübt, nicht nur Coaching, sondern auch einen Behandlungs- oder einen Umgangsweg mit Hypnose sich eröffnet hat. Wie kommt man vom Profisport zum Coaching und dann zur Hypnose? Was ist da passiert? Eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, das Leben ist immer perfekt und spielt, also das ist schon alles perfekt. Mhm. Und wenn du dieser Perfektion folgen kannst, wenn du im Flow bist, dann eignen sich so die Sachen. Mhm. Und ich war damals Unternehmer, also nach meiner Sportkarriere bin ich dann Unternehmer geworden und habe unter anderem mit dem Mentalcoaching begonnen. Das war 2007 und habe gemerkt, dass macht mir viel Freude und es eröffnet sich eine Welt, die ich nicht kannte vom Profisport. Also als ich damals Profi war, gab es das nicht. Ja, ich habe das erst über den Golfsport kennengelernt und das fand ich spannend und habe dann angefangen mit Leuten zu arbeiten, Mannschaften zu arbeiten und bin dann immer tiefer rein. Und 2010 hatte ich dann gesundheitliche Schwierigkeiten, also da ist mein System eingebrochen, zusammengebrochen und bin dann irgendwann selbst in die Psychotherapie und habe das dann für mich als Spielfeld entdeckt und gesehen, das ist ein Meer mit unendlichen Möglichkeiten. Aber jede der Methoden in sich beschränkt und das hat mich wiederum gestört. Ja, also ich fand das unglaublich toll, dort einzutauchen und selbst so viel über mich zu lernen, aber dann wirst du von dem einen zum anderen geschickt, weil einer nicht beide Tools bedienen kann oder mehrfache Tools. Und für mich war der innere Ansatz, da muss es mehr geben. Also dieser Drive kam von innen. Und somit Inside Mind, das ist so. Es findet alles im Innen statt. So, da gibt es einen wunderbaren Spruch von einem meiner Mentoren, der leider schon gestorben ist, von Wayne Dyer, gesagt, when you change the way you look at things, the things you look at change. Also wenn du deinen Blick auf die Dinge änderst, ändern sich die Dinge, auf die du blickst. Und es ist so einfach und doch so schwer. Aber genau das ist es, ja. Ich hatte dann angefangen, mich eben selbst auch weiterzubilden, weil ich gemerkt habe, das sind verschiedene Bereiche, aber das muss mehr geben. Und ich möchte Menschen nicht wegschicken können, weil ich denen nicht helfen kann. Dann bin ich intuitiv, habe ich 2011 von einem Kloster gelesen, von einem Schweigekloster, von einem Aufenthalt. Und ich wusste sofort von, ich würde sagen von hier, ich wusste sofort, ich muss dahin. Ich habe es gar nicht in Frage gestellt. Ich habe alles organisiert und habe das Ganze gebucht. Und war dann 2012 im Kloster. Ich hatte da ein Sabbatical. Also ich habe alle Geschäfte abgegeben, weil es so nicht mehr weitergehen konnte. Es war alles sehr erfolgreich, aber es war eigentlich finanziell sehr erfolgreich. Aber es hat mich nicht erfüllt. Also diese Erfüllung von innen hat gefehlt. Es war nur Kopfarbeit, würde ich sagen, vom Verstand. Geld zählen, super. Hat auch Spaß gemacht, aber es war keine Erfüllung da. Ne? Und ich hatte 2012 eine Schauspielschule und dieses Kloster gebucht. Und das war eines der prägendsten Ereignisse in meinem ganzen Leben überhaupt, neben der Hypnose. Aber darauf kommen wir noch. Sehr spannend, denn mal für eine Woche in die Stille zu gehen, heißt, ich kommuniziere weder verbal und noch nonverbal. Also der Blick geht nach unten und das für eine ganze Woche. Und da bist du mit einer Gruppe von vielen Leuten zusammen. Ich war in einem Kloster, das ist in Holzkirchen bei Würzburg, das ist der Benediktushof, und in einem Sesshin war ich. Und ich betone das deswegen, also es kommt aus der Zen-Linie und es ist mir ganz wichtig, weil ich so im Nachgang eben erfahren habe, was ist es denn eigentlich? Im Zen gibt's nichts. Also da sitzt du nur da und meditierst eine Woche. Es gibt dich und dein Kissen und du kannst zum Meister gehen, wenn du Fragen hast. Also du fällst wirklich nur auf dich und deine mentalen Konstrukte zurück. Und das, würde ich sagen, war so bahnbrechend, dieses Erlebnis, diese Erfahrung, die ich dort machen durfte. Das ist ein Segen, was auch immer. Das ist nicht in Worte zu fassen. Und dann
habe ich dort, würde ich sagen, hat sich eine andere Dimension nochmal aufgetan, die meine Arbeit bis heute so nachhaltig bereichert hat. Auch diese ganzen therapeutischen Ansätze, da ist einfach nochmal was hinzugekommen oder was aufgegangen und somit war noch mehr da, als vorher schon da war. Und ich würde sagen, im Kloster, da ist mein Herz aufgegangen. Ich habe zum ersten Mal dort einen Zugang zu meiner Gefühlswelt bekommen und wie man auch sagen würde, man spricht ja oft in verschiedensten Weltreligionen, in verschiedensten spirituellen Erfahrungen, sprichst du immer von einer Einheit. Und es geht um das große Ganze, die Dinge hängen zusammen. Und wenn du das sehen, fühlen, schmecken kannst, wenn es auf einmal deine Realität ist, dann es hat sich um 180 Grad gedreht. Das war wie wenn sich's innen nach außen gestülpt hatte. Also eine Erfahrung, die kaum in Worte zu fassen ist. Zu Beginn war das aber sehr laut. Also es waren da 100 Leute und in diesem Kloster. Und du hättest eine Stecknadel fallen hören können. Aber es war in mir so laut. Das heißt, in mir war Krieg in meinem Kopf. Da hat sich alles, was, ich kann gar nicht sagen, wo die Sachen alle herkamen. Also alles, was man sich vorstellen kann, ist da hochgekommen. Und das ging so ein paar Tage und irgendwann wurde es hinten raus relativ still und leise. Was sehr interessant war, ich hatte in der Therapie, wir haben da auch einen hypnotherapeutischen Ansatz gehabt zeitweise und habe dort ein Bild für mich gefunden. Und dieses Bild hat sich dann auf einmal geklärt für mich. Es war auf einmal da, diese Information, was dieses Bild bedeutet. Und somit konnte ich das auflösen. Und ich wusste in diesem Bild, dass ich meine Vorstellungen und Einstellungen, die mich stark geprägt hatten, ja, und das Bild, was ich damals in der hypnotherapeutischen Reise gefunden hatte, war ein Kreuz aus einem Stein. Also es war ein Steinkreuz, relativ groß, aus so einem hellen Stein und ein Sockel. Der war ganz oben wie so ein ganz spitzer Sockel, aber auch aus Stein. Und die waren in einer Hütte auf einem Feld vergraben. So im Boden mit vergraben. Und ich musste diese rausholen und auf einen Berg bringen. Und ich musste mich davon lösen. Und ich habe die dorthin gebracht. Und dann war auf einmal, das ist alles so entstanden während des Meditierens. Und dann wusste ich, wenn ich das da lasse, dann kann sich erst was Neues auftun. Und somit konnte ich diese Dinge, die konnten sich einfach lösen. Die waren gelöst. Und dann ist eben dieses Bild entstanden, von dem ich gerade zuvor gesprochen hatte, diese Einheit sehen. Wenn du das sehen kannst, es gibt ja keine Worte, es war eher wenn einfach so ein Schleier da ist, so was Energetisches, das ist total abgedreht. Und das hat mir in dem Moment erlaubt, alles zuzulassen, was da war. Ich habe nur noch geweint erstmal, weil also alle Gefühle waren da und es durfte so da sein und fließen und pure Freude war da und ich würde sagen, ein Gefühl von Liebe kommt dem sehr nahe. Ich würde noch sagen, es war sogar mehr, weil Liebe ist ja oftmals definiert als irgendetwas vom Kopf, wieder ein Konzept. Es gibt ein Gegenüber, es gibt mich, ich liebe meinen Hund, meine Tochter, ich liebe meine Frau und vielleicht noch die Eltern und dann vielleicht noch Freunde, aber die entfernten Verwandten, dann ist schon ein Mögen, aber es ist nicht mehr Liebe. Und deswegen, es war weit weg von dem, es war einfach mehr als das. Es war sehr bewegend und ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann habe ich das einfach mal so verarbeitet und integriert die nächsten Monate und Jahre. Und dann hat es gedauert. Und ich habe mich immer weitergebildet, habe weiter an der Therapie, weiter an mir gearbeitet, weil ich immer wusste, es ist noch was da. Und es kamen dann auch Dinge aus meinem Leben hoch in anderen Prozessen, die ich nicht wusste. Das heißt, dann war mir bewusst, die Psyche verpackt Dinge dorthin, wo sie einfach weg sind. Sie sind dir nicht mehr bewusst zugänglich. Sie sind wirklich tief im Unbewussten und trotzdem steuern dich diese Dinge vielleicht. Ne? Und ich bin dann trotzdem mal eines Morgens aufgewacht. Über die direkte Situation möchte ich nicht sprechen. Liegt darin, weil ich noch ein Buch schreibe und ich werde es darin veröffentlichen. Aber es war ein unglaublich bewegender Moment, weil mir dann Dinge bewusst geworden sind, die sind tatsächlich passiert, waren mir aber bis zu diesem Tag nicht zugänglich. Und erst ab dann konnte ich es ansehen und konnte die Gefühle, die damals aufgestaut waren, die blockiert waren, konnte diese zulassen. Habe das dann alles niedergeschrieben, dann eben wieder verarbeitet, integriert. Und so ging das weiter und weiter und weiter. Und
ist ja so, dass man mit seinen Aufgaben wächst. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Das merke ich auch mal, wenn ich Menschen begleiten darf. Weil es ist nicht nur so, dass ich was gebe als Coach oder als Therapeut, dass du etwas gibst, sondern du bekommst ein unglaubliches Geschenk. Weil in dem Moment, wenn du begleitest, du lernst sehr, sehr viel, weil du einen Menschen begleiten darfst. Du kannst teilhaben an seinem Leben. Und ich teile auch sehr viel von mir. Und ja, ich lerne viel durch diese Prozesse. Und das ist so was Schönes. Und dann gibt es immer Dinge, wo ich weiterkommen möchte. Durchs Kloster ist es mir gelungen, das Herz aufzumachen, zu meinen Gefühlen zu stehen und dieses Weltbild. Ich habe mal im Teil 1 unseres Interviews von einem Blueprint gesprochen. Der war bei mir, ich wollte einfach nur erfolgreich sein. Und Erfolg war definiert durch viel Geld, durch Haus, Auto, Wohnung und einfach diese finanzielle Absicherung, weil ich die als Kind nicht hatte. Und ich war sehr beschäftigt, also 80, 90, 100 Stunden die Woche gearbeitet, was natürlich auf Lasten der Ehe, der Beziehung ging. Und natürlich auch auf meine gesundheitlichen Lasten, weil die Arbeit war nicht erfüllend von innen, die war nur erfüllend für alle anderen Dinge. Ja, und dann habe ich mit der Zeit gelernt, über die Jahre hinweg, dass es vielleicht noch ungeklärte Dinge in uns als Menschen gibt. Mhm. Ja? Und da wollte ich immer weiter, dem wollte ich immer weiter auf die Schliche kommen und wollte immer gucken, was ist noch so da. Und so kam ich dann irgendwann auch zur Hypnose. Also ich habe damals gelernt, durchs Kloster wieder auf mein Herz zu hören. Und das würde ich sagen, da sitzt die Intuition. Das, was in jedem Menschen natürlich angelegt ist und was dann zugebaut wurde durch sämtliche Konzepte und Konstrukte. Und ich hatte meins gerade eben so ein bisschen beschrieben, dieses Konstrukt, erfolgreich zu sein. Und das ist ja vollkommen in sich zusammengestürzt, dieses Konstrukt. Mhm. Im Kloster habe ich dann erkannt, dass das nicht für mich gar nicht mehr wichtig ist. Und konnte mich zum ersten Mal zeigen auf eine ganz andere Art und Weise, was natürlich die Schwierigkeit mitbringt, wenn ich mich in einer neuen Form zeige. Jetzt redet der Schenk auf einmal von Liebe und alle haben gedacht, jetzt spinnt der Typ komplett, ja. Redet von Liebe und von Zusammenhang. Jetzt haben die gedacht, das dreht der vollkommen durch, weil vorher war ich halt der Unternehmer und wenn jemand was wissen wollte, ich hatte immer die richtige Antwort. Also ich wusste alles und ich musste bei allem mitreden können. Ich weiß nicht, war eine Antwort, die ich nie hätte geben können, weil ich wollte alles wissen. Ich habe mich über Wissen ganz stark identifiziert und ich wollte jemand sein, eben über das, was ich tue, über das, was ich leiste, über Geld. Ich wollte ein Statussymbol. Also ich wollte ein Vorzeigemensch sein, wie man von da dorthin kommt. Und habe dann erkannt, dass das aber nicht wirklich ich bin. Und wie gesagt, dann konnte ich lernen, mich zu zeigen und dann waren einfach immer mehr und mehr Dinge da. Und durch dieses immer mehr Schauen auf das, was ist für mich wirklich gut, wie kann ich diesem Flow, den du auch angesprochen hast, wie kann ich dem folgen? Das war so das Lernfeld für mich. Und so bin ich dann von einem Freund, der mir von der Hypnose erzählt hat, der gesagt, es ist einfach eine tolle Erfahrung und ich habe reingefühlt und habe gemerkt, das passt einfach. Ja, ich habe verschiedenste Ausbildungen genossen, und habe festgestellt, dass es oftmals den Menschen darum geht, sich selbst darzustellen. Sich selbst darzustellen und der zeigt einen Weg auf, wie er zeigt, dass es richtig geht. Und ich hatte immer dieses Gefühl, das stimmt was nicht. Ich konnte es nur nicht benennen. Ja, und es gibt wenige Menschen, die ich als Mentoren bezeichnen würde, weil ich immer das Gefühl habe, die wollen dem noch etwas aufsetzen. Du brauchst noch mehr, um noch mehr zu sein. Das stimmt aber die Basis nicht. Und für mich ist es wichtig, dass die Basis stabil ist. Wir hatten vorhin mal von den Farben Rot und Grün gesprochen im ersten Gespräch. Die Basis, wenn nicht grün ist, wirst du, also deine Basis, wenn rot ist, wirst du rot ernten, weil das ist, was du säst. Und die Basis ist für mich wichtig, dass du eine gesunde, stabile Basis hast. Und ich stelle oftmals fest, dass die Menschen immer noch mehr draufsetzen wollen. Das hat sich für mich nicht gut angefühlt. In dieser Hypnoseform, die SOL-Hypnose, die ich in der Form gelernt habe, das Gefühl hat einfach gepasst. Es ging nicht darum, dass sich jemand darstellt und sagt, ich habe was erfunden, mach das nach, dann wirst du noch toller, dann wirst du gar nicht, sondern es war so ein natürlicher Prozess. Und ja, so habe ich mich dann dem einfach ganz hingegeben. Ich habe auch im Vorfeld keine Sachen angeschaut, sondern für mich war das klar, das passt irgendwie und kam dann dorthin. Und das war schon noch ein, also selbst diese Ausbildung genossen zu haben
Und was ich gar nicht wusste, ist, dass ich eine Tieftrance-Hypnose bekomme. Das war sehr spannend, weil ich würde sagen, mein Leben war vorher schon bei 90%, dann ist es bei 100 gefühlt. Also es war einfach, da waren Dinge da, die ich jetzt verstehe, die mich blockiert haben, noch weiterzukommen und die ich jetzt verstehe, warum ich bei manchen Menschen einen sehr, keinen hundertprozentigen Heilerfolg habe oder erzielen konnte. Und den erziele ja nicht ich, sondern der wird durch den Prozess der Arbeit erzielt. Ne? Und das ist eben, weil im Unterbewusstsein Dinge so verankert sind, so tief liegen, dass sie nicht zugänglich sind, dass man auch nicht rankommt. Und über diese Form der Hypnose ist das möglich. Und das hat mich so bewegt und berührt und begeistert, ja, dass es auch fast zu schade ist, darüber zu reden, aber wollen wir ja. Ja, ich bin ja Arzt und ich habe mit einigen Mühen vielleicht, aber doch lernen dürfen, dass es mit den 100% eine interessante, vielleicht erstrebenswerte oder vielleicht doch nicht erstrebenswerte Zahl ist, weil wir sind auch bei der Hypnose auf Partnerschaft angewiesen. Und wir können natürlich als auf der therapeutischen Seite ganz viel anbieten und sollten bei alledem, aber dem Patienten, dem Klienten, der Klientin, wirklich diesen Freiraum der eigenen Geschwindigkeit belassen. Also insofern warne ich ein bisschen vor diesen 100% und auch sozusagen als erstrebenswerten Ziel. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit, das so auszudrücken, dass wir uns dem, was wir sein können, wieder ein Stück genähert haben. Und also zumindest früher war es so, ein Auto muss auch eingefahren werden. Also immer 100% sind also für mich eine respektvolle Größe. Es ist so wie ein Auto mit Kickdown ständig zu fahren. Also wer schneller lebt, ist eher fertig. Also dass man dort die Ermutigung zu dem nächsten Schritt des Wachstums. Also ich meinte gar nicht 100% im Sinne von leisten oder können, sondern es fühlt sich so an, als wäre das ganz, das System jetzt ganz im Sinne von. Das klingt und, schön. ja, aber das ist ja wieder, und das Schöne, was sich hier gerade abspielt, ist ja Sprache. Ja. Der eine sagt was, der andere interpretiert und sagt, ich glaube, wir gleichen uns wieder an und sehen, was hast du denn gemeint? Ja, und oftmals stelle ich auch fest, in Kommunikation ist es so, dass ich fühle mich oft nicht verstanden und das liegt aber nicht daran, also es liegt sicherlich an meinen Worten, aber auch am Gegenüber, weil das entsprechend interpretiert wird. Und was dann fehlt, ist genau das klärende Gespräch. Wie meinst du das denn? Okay. Und ich bin voll bei dir, denn 100% anzustreben, also macht gar keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, du kommst als Mensch auf die Welt und da sind ja schon 100% da. Es ist ja schon sowieso immer alles da. Jetzt ist nur die Frage, wo sind Blockaden, die dir im Weg sind, damit du das leben kannst. Und das Leben weist dich ja immer nur darauf hin, mit diesen Gefühlen, ja, mit diesen interessanten Gefühlen und den schönen Gefühlen oder den roten und den grünen, um zu sagen, da ist noch was, das kannst du anschauen. Und ich denke, das Leben ist ein Prozess, der nie enden wird. Ja? Das heißt, ich lerne nie aus, ich lerne jeden Tag dazu. Deswegen kann ich sagen, ich habe 100%, ich habe das Gefühl, aber es ist so viel da. Ich darf das alles leben, was jetzt in mir angelegt ist. Mhm. Ich kann mich viel freier meiner Ausdrucksweise fühlen, ohne mich vielleicht irgendwo zurückzuhalten, zurückzuziehen. Es ist noch bewusster, so würde ich das in Worte fassen wollen. Und es fühlt sich eher noch, ja, es fühlt sich ganz an in einem gewissen Prozess. So, dass ich aus dieser Abhängigkeit oder frei bin von der Abhängigkeit, die vielleicht vorher noch da war, die Abhängigkeit der Zustimmung anderer. Das war ein großer Punkt bei mir, ne? Immer eine Abhängigkeit zu bekommen oder ich selbst habe oftmals zugestimmt, nur der Situation willens oder vielleicht auch um Anerkennung zu bekommen, weil dann stimme ich ja zu, dann sind wir einer Meinung. Das heißt aber, ich habe was zurückgehalten und in dem Moment halte ich ja mich zurück und halte meinen Flow zurück, der vielleicht etwas zum Ausdruck bringen möchte. Und jetzt ist immer so das Ding, halte ich das Herz zurück oder den Kopf zurück? Ne? Weil der Kopf ist ja auch immer recht schnell, da ist ja dann schnell eine emotionale Antwort da. Dann wäre die Frage noch, worin, und da kann ich das unterscheiden, wann ist es der Kopf, wann ist es das Herz?
Aber vielleicht kommen wir da später noch ein bisschen genauer drauf, um das eher einzugrenzen. Aber so meinte ich das eher. Also es fühlt sich an, als wäre, oder in der Hypnose, es fühlte sich so an, als sind da Teile zurückgeflossen, die ich vorher einfach in anderen Prozessen, die mir nicht zugänglich waren. Und das ist gerade der jetzige Standpunkt. Und es mag sein, dass ich vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr noch was anderes lerne. Ja, und dann wieder sage, hey, ich habe gedacht, das wäre so, aber so fühlt sich's gerade mal an. Das ist ein sehr schönes Gefühl, dieses Freisein, Ganzsein und zu all dem frei stehen zu können, was in mir angelegt ist, ohne mich in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen zu müssen, zurückzuhalten oder übergriffig zu werden. Es gibt von einem Kollegen Hawkins ein Buch, Die Stufen des Bewusstseins. Oh, das kenne ich gut, ja. Und da ist ein wichtiges Kriterium, dass die Bedürftigkeit, das heißt, also wir kommen in die Freiheit von innen, wenn wir uns nicht Bedürftigkeiten leben, die es so eigentlich nicht gibt, sondern das sind tatsächlich Konstrukte, die man nicht zwingend braucht. Nein, gar nicht. Also Bedürftigkeit macht mich abhängig vom Außen. Und das Entscheidende ist, was im Kloster innen sozusagen in der Retreat passiert. Genau, das finde ich auch. Diese Prozesse, die in dir als Mensch laufen, deswegen wieder Insight, mein alles, was in dir läuft, das reflektierst du ja nach draußen. So wie ich in die Welt hineinblicke, so erscheint sie. Ja. Das ist ja immer, das ist die Basis. Und wenn ich sehr ängstlich wenn ich ängstlich bin, schaue ich ängstlich in die Welt hinein. Wenn ich in die Welt hineinschaue als jemand, der betrügt, dann sehe ich Betrüger. Mhm. Wenn ich aber in die Welt hineinschaue und ich sehe Liebe, dann, wenn ich hier Liebe empfinde, dann sehe ich Liebe. Und wenn ich in die Welt hineinschaue und ich sehe viel Gutes, dann sehe ich viel Gutes. Das ist ja immer die Wahrnehmungsperspektive. Und die Frage ist, kann ich von meinem Bewusstsein diesen Standpunkt wirklich einnehmen, dass ich sage, da passieren gute Dinge? Rot und Grün, interessante Gefühle, schöne Gefühle. Wenn ich den Verstand rausnehme, das heißt die Wertung rausnehme, dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene schon angelangt, weil dann sind es nur noch Dinge, die sich vollziehen, die aber nicht mehr bewertet werden. Weder in grün noch in rot, weder in interessant noch in schön, weder in gut noch in schlecht, weder in viel noch in wenig. Dann bin ich raus aus dieser Dualität und sehe, dass alles dauerhaft fließt, wenn ich es fließen lasse. Wenn ich aber glaube, weil irgendwas bedürftig ist, ich muss einschreiten in diesem Prozess, dann, und jetzt kommt das Spannende, dann habe ich wieder eine Vorstellung, wie das Leben zu sein hat. Und eine Vorstellung kommt vom Verstand und bedeutet eigentlich, ich stelle was vor die Realität. Also ich stelle etwas davor und somit kann es wieder nicht fließen, weil ich warte ja, bis es meiner Vorstellung entspricht und das ist ja auch nur ein Gedankenkonstrukt, ja. Und das ist ein wunderschöner Prozess, in dem wir uns alle befinden. Ja, ja. Wenn, also für die Zuschauer war das, denke ich, ein spannender Lebensbericht. Wenn sie jetzt zuschauen, wem würdest du, wer profitiert von einer solchen Hypnose und wen wirst du vielleicht später auch mal selber in dieser Richtung einladen, das als Möglichkeit für sich zu nutzen? Also jeder, der sich irgendwo hingezogen fühlt, der irgendwo, da ist was. Es geht ja nur um den Impuls. Ja? Das, was wir machen und das, was ich so wichtig finde, ist, Menschen zu berühren. Es gibt, ich sage immer, es gibt zwei Arten, Menschen zu erreichen. Entweder durch Lautstärke. Und das sind ganz viele, dann passiert viel und der Kopf und es wird noch größer gemacht. Oder du berührst sie und das ist hier. Und das, dieses Zentrum hat jeder Mensch. Und wenn die Menschen sich fühlen, dann spürt jeder, das ist interessant. Da ist irgendwas. Dann einfach dranbleiben und dem nachgehen. Und sobald dieses Gefühl da ist, dann ist eigentlich der Weg schon geebnet. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass im Grunde genommen jeder davon profitieren kann, der es möchte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sobald jemand da ist, der sagt, nee, das ist nicht so meine Welt, das möchte ich nicht, dann ist es vielleicht ein anderer Weg, ja, aber nicht der Weg. Aber es ist ein unglaublich spannender Prozess, in den man einsteigen darf. Und als Therapeut oder als Hypnotherapeut bist du ja ohnehin nur Begleiter. Also du bist ja nie der Akt, du führst ein, du darfst einführen und du darfst begleiten, was im Grunde genommen in meinen Augen auch nur ein Coach, ein Therapeut, was auch immer. Du bist nur Begleiter und umso mehr du dich rausnehmen kannst, umso einfacher
kann etwas geschehen. Und ich möchte jetzt gar keine Worte da rein interpretieren, was geschehen kann. Es können Prozesse geschehen, die begünstigt sind. Ja? Genau. Und da heißt es aber, dich selbst rauszunehmen. Und das ist nichts anderes, was da ja stattfindet. Das ist eine direkte Kommunikation mit dem Unterbewussten, wo jeder selbst eine Erfahrung macht. Und das ist das Allerwichtigste. Und das kann ich nur jedem Menschen raten, selbst eigene Erfahrungen zu machen. Das heißt, sich nicht nur auf Gelesenes zu verlassen. Das ist sehr spannend, weil das kann auch triggern, das kann berühren. Da kannst du sagen, ah, das ist ein Impuls, den finde ich interessant. Aber dann gilt es ja, Erfahrungen zu machen, weil wir können jetzt so sehr übers Essen reden, aber das macht uns beide gerade nicht satt. Ja? Und es sind vom Reden noch keine Kinder entstanden. Also nur von der Kommunikation. Da gehören schon noch viele Erfahrungsprozesse hinzu, die gemacht werden müssen. Und das ist hier eben auch ein ganz wichtiger, dass man sich traut, auch wenn ein Widerstand erstmal da ist, hinzugucken. Mache ich ja in diesen ganzen Prozessen nicht anders, wenn ich jetzt Leute begleiten darf, dann bleiben wir nur erstmal da stehen, wo der Mensch ansonsten weiter und sagt, ah, weiß ich schon, ah ja, schaue ich mal hin. Ich habe schon eine Meinung dazu. Und wir gucken nur länger. Was heißt das denn überhaupt? Hypnose kenne ich schon. Okay, was kennst du denn? Ja, da auf der Bühne, dann werden die Leute so, dann machen die was. Ah, okay, was kennst du noch? Ja, ich habe mal gehört, beim Zahnarzt kann man dann das irgendwie, dann kann man die Backe taub machen. Und was kennst du noch? Ja, und wie geht es? Ja, und dann stehen die Leute schon da und sie haben eine ganz, ganz einfache, leichte Vorstellung, ein ganz, ich würde mal sagen, ein ganz, um in der digitalen Sprache zu sprechen, ein ganz grob verpixeltes Bild. Aber da ist nichts scharf. Und alles, was ich immer nur mache, wir machen die Dinge alle scharf und schauen genau auf den Punkt hin. Und dann gucken wir uns mal an, was ist denn Hypnose überhaupt? Und so kann man da eher eintauchen, wie in alle Bereiche des Lebens, so auch in Hypnose. Und deswegen halte ich es für wirklich jeden, also ich kann es jedem nur ans Herz legen, wenn er sagt, ich möchte gucken, was da ist. Das ist eine wirklich relativ, also ich war wirklich baff, weil es ist ein relativ einfaches Verfahren. Und du kannst unglaublich viel damit erreichen in dieser Zeit. Wenn ich schaue, ich habe die vergangenen 10 Jahre intensiv gearbeitet und jetzt das. Ich glaube, das war noch so das Frosting on the Cake, sagt man immer. Also so, da kommt noch der Zuckerguss oben drauf auf den Kuchen. Also jede Arbeit ist wichtig. Mhm. Aber das ist nur ein Prozess, der einfach ganz andere Dinge zulässt und den Zugang in eine Welt ermöglicht, die ich so in der Form in all den Bereichen, die ich erfahren habe, noch nicht erlebt habe. Und das war sehr, sehr wertvoll. Wunderbar. Klingt auch schon fast wieder nach einem schönen Schlusswort. Also die Möglichkeit, in Hypnose mit dem Unterbewusstsein zu sprechen, also mit der Instanz in uns, die 95% des Tagesgeschäftes völlig klaglos ausführt, aber nie befragt wird, ob man das gut findet oder nicht gut findet oder wo es vielleicht sogar noch Möglichkeiten gibt, was besser oder anders zu machen, dass diese Option, diese Möglichkeit so wenig genutzt wird. Wenn man es so formuliert, ist es ja fast erstaunlich. Und da stecken war heute auch, also es war auch schon mal Thema mit den Ängsten, stecken tatsächlich diese Glaubenssätze ich genüge nicht dahinter. Und diese Verbindung wieder zu schaffen, das ist fast noch, also ja, und das sogar Herz noch mehr. Das ist so spannend, weil du hast gerade das Schöne, du sagst Unterbewusstsein und letzten Endes geht es ja darum, bewusst zu sein. Also Bewusstsein heißt bewusst zu sein. Einfach nur bewusst sein. Das ist nichts anderes wie eine Meditation, ist bewusst zu sein und alles zuzulassen, alles da sein zu lassen, was sich gerade vollzieht. Also nicht immer auszuweichen. Und wir weichen ja sonst in unserem Leben immer aus. Und oder oftmals aus. Und das vielleicht unbewusst, ja. Und die Frage, also ich generalisiere gerne, bitte soll sich keiner direkt angesprochen fühlen. Ich merkte schon an deinem Blick, ja. Es geht ja darum, das Leben ganz zu leben und dann eben mit diesen Prozessen einfach eine Zeit zu sitzen und dann bewusster zu sein und dann zu sehen, was vollzieht sich denn in mir? Was ist denn da überhaupt alles da? Was möchte denn gelebt werden? Und
umso bewusster du wirst als Mensch, desto feinfühliger wirst du. Ja, und dieses Unterbewusste, da gibt es Dinge, die können auftauchen, die waren dir einfach, die sind, egal wie sehr du sitzt, die sind dir dann noch nicht zugänglich. Und die blockieren dich dann, in diesen Flow zu kommen, in manchen Bereichen. Ja, es ist da, da verstecken sich Dinge. Und es ist erstaunlich, dass das noch nicht weiter erforscht ist. Jung hatte ja damals, Carl Gustav Jung, der hat... Mhm. Also ich finde, er hat den Weg geebnet in diese Welt hinein, weil er selbst sehr viele Prozesse durchlebt hat, die scheinbar im Unbewussten stattgefunden haben und er eine Möglichkeit hatte, selbst diesen Zugang herzustellen. Wenn ich seine Arbeit anschaue, also die auch mich stark beeinflusst hat, also ich bin ein Fan von, sehr schön, was da an Resultaten rausgekommen ist. Und nach wie vor nähert sich ja die Psychologie davon. Ne? Also von daher finde ich das hochinteressant, dieses bewusst zu sein und sich diese Dinge bewusst zu machen und dann einfach bewusst zu leben, bewusster zu sein. Und dann ist viel mehr da von dem, was da sein kann. Also für mich ist so ein Bild vom Treibgut auf dem Strom des Lebens zum Kapitän des eigenen Lebensschiffes zu werden. Wunderschön gesagt. Dann bestimmst du ganz genau, wo möchte ich jetzt hin? Möchte ich nach Hawaii? Dann heißt es, so richte ich mich aus. Und das musst du immer wieder machen. Die Winde kommen, die Wellen kommen und dann heißt es jeden Tag neu justieren. Immer wieder. Der Captain sollte schon auf dem Boot sein. Ja. Genau. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und für auch die Schilderung dessen, was das für einen persönlich auch machen kann. Und dass wir auch, selbst wenn wir auf der therapeutischen Seite tätig sind, immer wieder auch dieses Nachjustieren, diesen noch ein besserer Kapitän zu werden, wobei es nicht um gut oder schlecht Niemals. Geht, sondern wirklich bewusster diesen, Kapitän. Ja, genau. Also in diesem Lebenssaft zu stehen. Ja? Ganz herzlichen Dank für die schöne Runde. Danke fürs Zuschauen und die herzliche Einladung, dass, wenn es hier Dinge gibt, die für Sie wichtig geworden sind, sind sie vielleicht auch für andere Menschen wichtig. Und die Einladung, die Bitte, das auch anderen weiterzusagen. Es gibt auch sozusagen, also auf diesem schönen Bildschirm, den es dazu gibt, eine Klingel links unten. Und wenn Sie da mal draufdrücken, könnte es passieren, oder wird es so sein, dass Sie die nächste Runde, wenn wieder eine Inside Mind Sendung ins Netz geht, dort benachrichtigt werden. Helfen Sie, dass sich das weiter verbreitet und einfach Menschen davon erfahren, dass es solche Möglichkeiten gibt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Kommen. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.